So, was ich hier vorhabe, wisst ihr, ich versuche die ganze Karte abzulaufen und einfach alles zu vernichten, was hier da ist, was uns in den Weg kommt. Weil vielleicht sind das keine random Encounter, sondern also keine zufälligen Kämpfe, sondern vielleicht ist das wirklich so gemacht und ich muss sie einfach alle bekämpfen, damit, ja, damit der hier raus kann. Und dann bekomme ich ganz viel Sachen. Das wäre schön. Und vor allem, es ist ja sowieso kein Ding, weil ich will ja ohnehin immer. So. Oh. Ich will ja ohnehin immer schön Erfahrungspunkte sammeln. Brauche ich ja, ne? So, der Mike kann das auch. Aber das bringt hier, glaube ich, gar nicht viel. Ja, komm, mach mal Schürfwunden heilen. Bringt mir fast gar nichts. Ja. Aber der Johnny dafür, der kann ja mit dem Kraftangriff. Komm, wir machen mal den einen kaputt. Ja, jetzt greifen natürlich alle Gegner an. So, und der Nigel, machen wir, sollen wir? Komm, wir machen einen Feuerball. Ah, der Francis ist schon wieder fast tot. Ich sehe es gerade. Francis, nimm doch bitte Kartoffelchips. Genau, und rülps schön dazu. Vorbild für die Kinder. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das, was ich mache, gut ist. Ach, blutende Wunde, stimmt. Das fügt mir in jeder Runde dann so richtig schönen Schaden zu, ne? Oh! Der Nigel ist wieder fertig, das ist schön. Dann bekommt er diesmal. Was fehlt mir beim Nigel eigentlich? Naja, eigentlich die MP, ne? Komm, wir machen ja auch einen auf Zähigkeit und einen auf Geschick, ja. Und wieder zwei Wagpelze mehr, das ist schön. So, aber diesmal muss ich wieder in meinen Fertigkeitenbaum und ein paar Schürfwunden heilen. So. Ich habe sowas von keine Ahnung, ob das gut ist, was ich mache. So, zack, zack. Und den machen, schaffen wir natürlich auch noch. Mana-Kugel, oh. Was? Nein! Ach komm. Ja, ich glaube, es ist ein Blödsinn, was ich versucht habe. Jetzt bin ich rausgelaufen. Na egal, komm. Leveln war auch wichtig. Jetzt schauen wir wirklich Richtung Todesberg. Wobei die Frage jetzt ist, ob es nicht besser ist. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz in die Stadt zurückgehe, um mich etwas auszurüsten. Ja? Weil jetzt haben wir wirklich gar nichts mehr. Oder voll wenig so Zeugs, so zum Heilen und so weiter. Komm, wir laufen jetzt mal ganz kurz. Ja, ich weiß. Ich idle immer hier ganz viel umher, aber ihr kennt mich ja. Zwischenzeitlich werden wir nochmal ganz kurz speichern, hätte ich gesagt. Hier, speichern. Schön. Aber ich weiß, wir idlen hier immer ein bisschen herum, aber komm, das hilft alles nichts. So. Wupp. Rüber, rüber, rüber. Also hier. Nein, oh mein Gott, nein, die gehärteten Krieger. Was unaufhaltbar. Oh, der hat sich geheilt. Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht ein. Wieso darf der das? Wieso rum ist der Francis schon wieder fast tot? Francis, kannst du nicht etwas aufpassen? Offensichtlich nicht. Alle greifen Francis an, der arme Typ. Ich dachte, der Schurke wäre der eigentlich im Hintergrund agiert. Irgendwas mache ich doch falsch. Nein, nicht auf Francis, der arme Francis. Ah. Gut, wir haben wieder ein bisschen Gold, haben wir wieder, aber ich wollte ja eigentlich das Gold sparen. Ja, das kriegen wir wieder so super hin, ne? So, rüber über die Brücke und schnell nach Flussstadt. So, der ist jetzt wieder da und der bleibt jetzt wahrscheinlich wieder hier, oder? Ja, der steht wieder da, okay. Wo mache ich nach Flussstadt? Es geht ja, ich kann ja auch hier in den Laden rein, oder? Wobei, nee, die Stadt, die gefällt mir gar nicht. Obwohl, ich könnte hier jetzt dann in das Heldenmuseum mal rein, aber das will ich. Nee, das machen wir in der nächsten Aufnahme. Jetzt gehen wir erstmal Richtung Flussstadt. Ich weiß nicht, warum genau Flussstadt, aber Flussstadt gefällt mir eigentlich. Und dann kaufen wir da mal ein bisschen was ein. Das ging jetzt schnell. So, Flussstadt. Dann schauen wir mal. Wo ist hier der normale Itemladen? Ich hoffe, hier gibt es überhaupt einen normalen. Hier gibt es gar keinen. Ah, da ist Essen und Getränke. Hier? Ach nee, die haben ja nur Pizza. Ah, verdammt, die haben ja nur Pizza. Verdammt, die haben ja nur Pizza. Ich bin ein Idiot, aber hauptsächlich, ich will unbedingt nach Flussstadt. Ne? Das ist hier. Ah, es gibt ein Inn auch, okay. Da gibt es ja auch ein normales Pub. Top. Gut, was brauchen wir? Orangensaft? Oder sollen wir Loca-Cola? Ach, das würde 75. Oder sollten wir uns Rationen kaufen? Ich glaube, Rationen wären ja weit besser, weil wenn ich mir das ansehe, haben wir kaufen uns einfach ganz viel Rationen.
Ach, ich kann über 100 haben. Das ist ja cool. Aber wir kaufen uns mal 99. So. Gut, okay. Und trotzdem brauchen wir aber Fruchtgummis, Kartoffelchips, Panino, Pizzenhammer. Wir haben andere Zeug, haben wir genug. Also unterm Kampf sollte das ja nicht passieren, dass wir das wirklich brauchen. So, dann schreiben wir uns mal kurz in den Inneren. Was für 60 Gold? Haben wir jetzt natürlich wieder. Ich habe nicht auf den Preis geguckt, weil 60 Gold ist schon ein bisschen Wuche, ne? Nicht nur ein bisschen, das ist voll Wuche. Moment, wenn wir schon mal hier sind, kaufen uns doch nochmal ganz kurz ein paar Fähigkeiten, die wir hier letztens vergessen haben. Oh, hallo Fähigkeiten, ja. Jetzt habe ich schon wieder kein Gold mehr, okay. So, ich weiß nicht warum, ich habe die ganze Zeit massiv gekämpft, ja. Ganz viel Gold gesammelt. Und habe aber trotzdem kein Gold mehr. Weil ich jetzt einfach ganz viel Rationen gekauft habe. Die Rationen sind definitiv geschickter, ja, als die anderen. Also, wenn ich das Zeugs kaufe, weil die Rationen kosten gleich viel wie die ganz kleinen Heilungsdinger. Würden aber, heilen aber 25% meiner Werte. Nach dem Kampf, automatisch vor allem auch. Ich muss nicht immer ins Menü rein und so weiter. So, geh mit mir, kleiner Gnom. Ich weiß jetzt auch, warum das der vorher noch da war, ja. Das ist ein kleiner Bug, wenn ich nämlich hier rausgehe. Ja, da wird das nicht getriggert. Hihihi. Ich habe einen Bug gefunden. Aber ich will ihn ja mitnehmen, den brauche ich ja, ne? Aber da könnte ich voll fies wahrscheinlich Bug-Using betreiben oder sowas. Naja. So. Angriff. Tötet die Wölfe. Das Gute ist, die Essensration und die Wasserrationen werden wirklich nur verwendet, wie jetzt bei Francis, der jetzt halb tot ist, ja. Bei dem wird automatisch dann eine Ration verwendet nach dem Kampf. Aber bei Johnny nicht. Oh, Francis, ja, sehr gut. Gut, dann werden wir bei Francis gleich mal ein bisschen aufheilen. So, und der kleine Mike, der Wahnsinnige, das ist der, genau, das ist der Zauberer. Was haben wir gesagt? Ausweichen und Schutz, Resistenz, ne? Und kritischer Angriff. Resistenz ist eigentlich schon auch wichtig. Ja, komm, wir machen hier mal, ja, wir machen mal das, weil vor allem da steigen auch die Dinge schneller. So. Francis wurde, ja, geheilt. Passt. So, dann ganz schnell hier. Gut, ja, und hier werden wir, bei diesen schönen Schmetterlingen, werden wir diese Aufnahme beenden. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nachher gleich wieder im Menü oder vielleicht auch nicht, weil letztes Mal habe ich das mit dem Menü vergeigt. Naja, also bis gleich, Leute. Tschüss. So, und schon sind wir wieder zurück bei der nächsten Aufnahme von Doom and Destiny. Und wir befinden uns hier jetzt am Toten Todesberg. Oh, ganz viel Gold liegt hier rum und ein Skelett. Das ist interessant. Ja, und hier, das ist witzig. Wir kommen hier nicht raus. Okay, also wir kommen nur beim Weg raus. Das ist auch gut, weil dann können wir nicht versehentlich rauslaufen. Weil das möchte ich natürlich nicht riskieren, dass wir versehentlich rauslaufen. Oh, aber wir laufen versehentlich in den Kampf. So, das sind... Oh, sind das... Oh, Kampfschwein A und Kampfschwein B. Und ein Super-Ork mit K und ein Super-Ork mit C. Hey, der Super-Ork mit K ist der böseste überhaupt. Moment, wir sind bei Francis. Fertig, halten. Ja, Waffe raus. Komm, yay, super Ork. Es reicht jetzt, genau, sag ich auch. So. Mike. Komm jetzt, geif mal. Machen wir wieder Turbo-Angriff. Hey, kann ich lange überlegen. Ja, 35. Ja, doch ein bisschen. Alter, die Schweine, die machen ganz schön Damage. Merke ich gerade. Also ein Damage-Schweine. Aber gut, wir haben jetzt eh einiges an Rationen gekauft. Von dem her soll es nicht so tragisch sein. Oh, cool. Johnny ist gestiegen. Das ist ja unser Tank, oder? Ist das unser Tank? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß nicht. Gut, Ausweichen und Schutz wäre prinzipiell wahrscheinlich nicht schlecht. Resistenz und kritisch. Resistenz ist das gegen Abwehr gegen Zauber. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mir das nie merken. Ich weiß nur, das ist für Lebenspunkte, das ist für Magiepunkte, physische Stärke und Magiestärke. Also der braucht auf jeden Fall physische Stärke. Sollte man wieder ein bisschen... Sollte man wieder ein bisschen hier, da investieren? Nö, komm, wir investieren in Geschick. Nee, komm hier, weil da bekommen wir mehr Erfahrungspunkte dann. So. Nichts Nützliches gefunden, das ist schön. Aber oh! 4 Käse haben wir da jetzt erhalten. Wofür ist Käse gut? Grober Käse. Was kann der? Schön fettig und duften. Plus 1 Zähigkeit. Was wie immer, oder? Warum ist der Francis automatisch ausgewählt? Johnny's meine ich.
Also Johnny. Johnnys. Hm, Johnny. Fertigkeit. Moment, Status. Johnny. Zähigkeit 21. Okay. Hm. Resistenz, Ausweichen und Schutz. Ja, sollte man. Komm, wir geben. Wisst ihr was? Wir gönnen jeden so einen Käse. Ja. Also ich gehe mal. Klar, die sind permanent, ist ganz klar. Komm, wir gönnen jeden so einen Käse. Ja. Hier, Francis bekommt auch einen und Nigel bekommt auch einen und der Mike auch. So, haben wir schon wieder weiter. Sehr gut. So. Oh nein, ich. Jetzt kam ich hier nicht mehr raus. Das wäre blöd gewesen. So, da hinten ist eine Kiste. Kiste. Magischer Trank. Sehr schön. So. Dann haben wir hier irgendwo noch Gold oder so herumliegen. Oh. Gut, wir haben wieder hier. Francis darf wieder angreifen. Waffenrost. Aber die Schweine, die sind ja auch ganz schön happy, sag ich mal. So, ja, 46 Schaden ist schon auch nicht schlecht. Ja, wir müssen dem Francis weiterhin, wir müssen dem mehr Schutz oder Resistenz, das ist eine gute Frage. Moment, wir haben ja, glaube ich, eine Hilfe. Sehr schön. Exorkismus, okay. Moment, wir haben hier, gab es ja nicht irgendwo eine Hilfe auch? Handbuch, genau, Moment. Fertigkeiten, Gegner. Gegner, das ist ja cool. Ah ja, schön. Das ist cool. Moment, nochmal ein Handbuch. Gegenstände, Waffen. Ausrüstungen, Zustand. Alter. Okay. Ich will aber eigentlich Bewegung, Interaktion, Kampf, Kampflinie. Aktionen, Angriff, Fertigkeit, Verschanzen, Gegenstand, Eigenschaften. Genau, jeder Held wird durch 4 Eigenschaften charakterisiert. Macht, kann ich da mehr? Ah, da unten, okay. Macht, präsentiert die physische Kraft des Helden. Ah, Basiswert für Lebenspunkte und Stärke, okay, ja. Charisma, das weiß jede Geschicke, bestimmt die Beweglichkeit und Reflex eines Helden. Sie ist der Basiswert für das Ausweichen und die Geschwindigkeit. Ausweichen repräsentiert die Chance, eine Attacke oder eine Fertigkeit auszuweichen und so keinen Schaden zu erhalten. Ausweichen reduziert außerdem die Chance, von einem kritischen Schlag getroffen zu werden. Okay, Geschwindigkeit hilft dabei, in einem Kampf möglichst früh zu agieren. Sie reduziert außerdem die Anzahl der Runden, die für eine Aktion verbraucht werden. Okay, okay. Hm. Gut. Zähigkeit repräsentiert die Kühnheit und den Mut eines Helden. Jedes Mal, wenn ein Held Erfahrungspunkte noch um 1%, gleich der Zähigkeit erhöht. Ah ja, das ist Resistenz und kritische Resistenz. Schützt vor negativen Zuständen wie Giftverwirrung, Stärke runter und lässt diese schneller abklingen. Mhm. Okay. Also das ist komischerweise hier nicht. Also Geschicklichkeit, Ausweichen und Geschwindigkeit, genau. Stärke. Mhm. Okay, ja gut. Ich glaube, ich habe es kapiert. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe es kapiert. So, okay. War hier voll alles voll labyrinthig angeordnet. Aber ist mir egal. Wir schaffen das trotzdem. Ein weiterer Kampf. Francis. Francis greift an. Komm, machen wir nur mit Angriffe diesmal. Schauen wir mal. Müsst ihr eigentlich... Aber der ist schon ganz schön... Boah, Alter, der ist stark, der ist wirklich stark. So, ich hoffe, wir schaffen... Ja, das meinte ich. Ich hoffe, wir schaffen das, ohne dass das passiert, aber natürlich haben wir das nicht geschafft, weil wir doof sind. So, extra Leben. Ja, das passiert also, wenn man einfach doof ist. Hat uns das Kampfschwein glatt getötet. Okay, wir haben zumindest Kartoffelchips gefunden. Eieiei. So, zum Glück werden wir automatisch geheilt. Boah, diese Musik, die hier durch meine Ohren schallt. Da geht's hoch, aber wir gucken uns natürlich um, weil es könnte überall könnten Geheimnisse versteckt sein. Wie da oben zum Beispiel, da liegen Bretter. Die können wir zum Angreifen verwenden. Bretter sind die effektivste Waffe überhaupt, ne? Deshalb, hey, Bretter, voll super und so. So, da kann man nicht durch. Oh. So, diesmal machen wir den Fehler natürlich nicht. Wir machen diesmal Waffenrostkampf. Genau, es reicht jetzt. Dann wird er zumindest, dann wird ein bisschen schwächer der Typ. Dann kann man die restlichen Soldaten jetzt eigentlich mit einem Angriff töten können. Ja, sehr gut. Juhu, er ist ausgewichen. So. Sehr gut. Okay. Und vor allem hier Judas ist auch immer mit von der Partie. Also der Typ, der hier ganz hinten ist, ne? Das ist ja der Judas.
Nicht der Gollum, sondern der Judas. Oh, ein See. Gold. Huch. Drei gleich von der Sorte. Na toll. Schockierende Handfläche. Nehmenden Schlag anzubringen. Okay, Fäuste des Nordens. Eine uralte und bombastische Technik. Sehr cool. Ah, die werden dann gleich tot. Was haben wir hier? Versuchen wir den mal zu lähmen. Ninja-Magie. Ui. Ist er jetzt gelähmt? Nö, nee, schaut nicht so aus. Na toll. Hatte wieder prima hingehauen. Mike. Gefüllt mit explosiven, frostigen Leckerschmecker. Okay, ja, ist nicht wirklich. Massives Wundenheilen ist aber cool. Schauen wir mal, was könnte man denn da anrichten? Eine neue Eiszeit. Naja, nicht wirklich viel. So, komm. Angriff. Ich glaube, wir machen einmal kurz massives Wundheilen. So. Weil wir haben ja eh genügend Magiepunkte. Gerade der Mike müsste genügend haben. Ja. So. Gold. Und eine Kiste. Ein weiterer magischer Trank. Sehr schön. Ein paar Latten, die wir nicht mitnehmen können. Ich dachte schon, wir können einen Zaun bauen. Da unten ist wieder mehr Gold. Juhu. Ja, Gold nehme ich prinzipiell immer gerne mit, weil Gold kann man immer gut brauchen. Ja, das ist ganz, ganz praktisch. So. Tja. Gut, die zwischendrin, die sind gar nicht schlimm, aber kommen den Superorg, den machen wir ein bisschen. Ah, Crit-Treffer. Ja, warum nicht? Dann machen wir die restlichen normalen Angriffe. Oh nein, Zoll des Todes. Wow. Verdammt, wir haben einen negativen Effekt. Nicht gut. Ganz schlechter negativer Effekt, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. So. Zack. Und nochmal. Super. Haben wir schon wieder keine... Doch, wir haben ja Essensrationen, haben wir noch genügend, okay. Das dachte ich mir schon, dass die schon wieder aus sind. Das gibt's ja fast nicht. Schauen wir weiter. Oh, war voll schön. Hier mit dem kleinen Bach, der hier ein bisschen runterrauscht. War voll schön. Da kann man rüber. Da ist ein kleiner Kackhaufen. Ach, süß. Achso, das ist eine große Treppe, okay. Nein! Ninja! Gut, die sind jetzt eigentlich eh alle... Boah, die Kampfschweine sind voll stark. Komm, ich will diesmal geröstete Kampfschweine haben. Da greifen wir normal an. So, und der Johnny kann unaufhaltbar... Winterangriff, heiliger Schlag. Kraftangriff, komm. Zack! Ja, der Nigel kommt natürlich nach dem Kampfschwein. Oh, das hat einen Bart. Ach, das ist ja süß. Das Kampfschwein hat einen Bart. Grunz, Grunz. Oh. Hat das jetzt... Alter. Ein Muss für jeden Zauberer. Eldrich-Rakete. Eisknall? Nö, wir brauchen aber hier Feuerball. Boom. Ja, ja. Hat nur 10 Jahre geladen, warum auch immer. Da. Gut. Oh, da haben wir jetzt viel Zeug bekommen. Jetzt haben wir natürlich da unten die Kiste verpasst. Ne, ganz klug. So, rüber da. Weil die Kiste, die müssen wir natürlich mitnehmen. Ist ganz wichtig. Und es liegt auch Geld herum. Oh, ein Extra-Leben. Sehr gut. Ja, ja, gerade Extra-Leben brauchen wir natürlich, weil so gut wie wir spielen, ihr wisst's ja. Ihr habt's ja gesehen. Ah, schon wieder diese Runde. So, Francis, mach einfach. Komm, mach das Schwein. Achso, töte das. Ja, so geht's auch. Ich wollte euch das Schwein nur ein bisschen lähmen, dass es nicht so stark angreift, aber... So geht's natürlich auch. So, Francis ist schon wieder fast tot. Aber die Gegner sind auch alle fast tot. Das eine Schwein, das kann Francis nicht töten. Und dazu ist es einfach nicht stark. So. Da hinten ist auch eine Kiste. Die sieht man natürlich. Ein magischer Trank. Sehr schön. Da ist auch eine Kiste. Die sieht man auch. Federstiefel. Moment. Federstiefel? Was können Federstiefel? Können wir da? Boah, wir haben schon voll viel. Ich sollte vielleicht Kriegerhelm... Die Federn lassen dich schneller laufen. Wow. 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 Also, SCH ist ja Geschwindigkeit, ne? Nicht Schutz, das ist ja Geschwindigkeit. Ja, das ist... Stimmt, das sollten wir... Warum auch immer. Warum kann man da nicht Guess schreiben? Ich habe keine Ahnung. Okay, aber die Stiefel sind auf jeden Fall doof. Gut. Und die Musik ist irgendwie voll leise. Ich glaube, die wäre voll schön, aber die ist voll leise hier.
Optionen, können wir die hochdrehen? Moment. Ne, die ist schon auf 100. Hm. Nur dann.